Ja, hallo liebe Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Partwork Modellbau. Für den Bau unseres Star Wars R2-D2, die nächste Ausgabe, wartet darauf, ausgepackt zu werden. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid zu einer neuen Folge. Allgemein freue ich mich sehr, dass ihr immer noch an diesem Projekt Interesse habt. Wenn ihr die ganzen Folgen verfolgt habt, dann seht ihr schon, wir haben schon einiges geschafft und ja, wir haben immer noch genauso viel vor uns. Wir sind jetzt gerade bei knapp über der Hälfte, also könnt euch noch freuen auf diverse Wochen hier auf meinem Kanal mit dem R2-D2, mit dem einschrittweisen Bau vom R2-D2. Ja, und genau damit soll es jetzt und heute weitergehen mit der nächsten Ausgabe, und zwar Ausgabe 54. Ja, die Ausgabe Nummer 54 ist heute dran und ja, die Bauteile liegen schon bereit. Und ja, mal kurzer Rückblick auf das, was letztes Mal passiert ist. Da gab es ja richtig viel Technik, beziehungsweise habe ich ja letztes Mal eine Doppelfolge gemacht, Ausgabe 52 und 53, weil die eben perfekt zusammenpassten. Da haben wir nämlich diese Sensorplatine und eine große Festplatine bekommen. Wir haben das rechte Bein getestet, ob die Funktionen laufen. Das hat wunderbar funktioniert. Die Sensoren liefen. Wir haben die Schiene praktisch, die Halterung und das Gehäuse für das Lichtschwert getestet. Also sehr schön, da die ganzen Sensoren und Platinen, die haben alle auf jeden Fall wunderbar funktioniert. Ja, heute geht es in zweierlei Hinsicht weiter, denn einmal geht es heute weiter mit dem hier, mit der Metallkuppel, die wir ja vor kurzem bekommen haben. Ich ziehe sie einfach mal ab. Die brauchen wir heute auf jeden Fall, denn wie wir sehen können, sie hat noch diverse Löcher und die wollen nach und nach gestopft werden, sage ich mal. Eins habe ich ja schon, dieses hier, das ist schon entsprechend dicht, aber es folgen jetzt noch weitere Teile. Und wie wir sehen können, drei davon gibt es heute. Aber nicht nur, wir bekommen nämlich auch noch eine Metallplatte, die ist nämlich fürs linke Bein, denn wir werden auch das Rad des linken Beins mit einbauen, so wie ich das sehe. Genau, die nötigen Bauteile haben wir schon, aber erstmal würde ich sagen, widmen wir uns der Kuppel, beziehungsweise natürlich erstmal überhaupt den Bauteilen. Ups. So, da haben wir sie. Holen wir sie mal raus. Wir werden auch alles verbauen, was heute mit dabei ist. Auch nur, wenn ich reinkomme. So, uns fliegen mir gerade schon drei weitere, ja, Abdeckungen, nenne ich es mal, für die Kuppel um die Ohren. Die sind alle, glaube ich, sogar gleich, so wie ich das gesehen habe. Genau. Dreimal das gleiche DP12 aus Metall. Diese drei haben wir hier, sehen exakt gleich aus. Und auf der Rückseite, ja, DP12 gekennzeichnet. Die haben wir. Dann zwei Klebestreifen, damit das Ganze auch hält. Einmal hier. Und wie gesagt, eine Metallplatte, die zweite Halterung für das Rad und ein großes Kugellager ist auch wieder mit dabei. Aber kümmern wir uns erstmal um die Kuppel, würde ich sagen, und bauen die drei Platten mit ein. Und zwar werden die direkt neben dem Feld angebracht und in der blauen Platte angebracht, die wir schon bekommen haben. Letztes Mal. Das letzte Mal oder vorletztes Mal? Kann mich schon nicht mehr damit sinnen. Ich glaube, vorletztes Mal war das. Da haben wir gestartet. Da gab es dieses Stück ja mit bei. Und jetzt werden wir diese drei Felder, die wir hier haben, nach und nach abdichten. Beziehungsweise soll man hier, wenn es um die Ausrichtung geht, darauf achten, dass die Beschriftung DP12 praktisch oben ist. Das heißt, die werden dann, wie ist das Ganze ganz oben, wird das entsprechend auch hier so dann, ups, eingesetzt. Genau. Damit das dann gleich so aussieht und dann so weitergeht hier. Und damit das Ganze hält, muss natürlich wieder entsprechend geklebt werden. Das ist so ein bisschen eine Fummelei auf jeden Fall. Aber ja, gut, kriegen wir hin. Wenn das Tape mitspielt heute, dann kriegen wir es hin. Also die eine Seite anbringen, die ist kein Thema. Die andere, die ist so ein bisschen, ja, würde ich mal sagen, so ein bisschen widerspenstig. Gucken wir mal, wie es heute klappt. So.
Muss ja nicht unbedingt gerade und hübsch sein, weil das ist ja nur so ein durchsichtiger Kleber, Klebestreifen. Hauptsache die Teile halten, das ist das Wichtigste. Einmal. Ist das schon zu viel? Sind die Teile so lang? Eben zielen. Den kann ich doch ganz schwer positionieren, aber macht nichts. So, die sitzen schon mal mit dran, wie man hier sehen kann. Und jetzt versuche ich nochmal die Folien abzuziehen, damit das Ganze möglichst hält. Geduld und Fingernägel braucht man hier auf jeden Fall, damit das entsprechend klappt. Dass wir den eigentlichen Klebestreifen von den anderen Folien praktisch schützen können. So. Den haben wir. Und jetzt werden die Teile einzeln eingesetzt. Gibt es auch nur eine Positionierung, also. Einmal. Ich setze sie mal eben ein und zeige euch dann das Ergebnis. Hänge noch ein paar Fussel dran, weil ich hier so eine weiche Unterlage hat. Da reißt der Kleber ein bisschen Kleber mit ab. Natürlich muss man jetzt aufpassen, dass man die Teile nicht ausdrückt wieder, weil die sind ja nur eingeklebt. Da muss man schon entsprechend aufpassen. Boah. Leute. Wer sich das ausgedacht hat. Naja, so, das sitzt. Und das dritte auch noch. Die hätte man einfacher, glaube ich, irgendwie einfach mit Sekundenkleber irgendwie festkleben können oder wie auch immer. Oder gleich schon liefern können. Das wäre vielleicht auch gar nicht verkehrt gewesen. So. Alle drei Fussel sind eingesetzt. Von innen sitzen die und von außen entsprechend auch. Da haben wir die drei angebracht. Vier haben wir jetzt insgesamt schon. Ja, das haben wir. Legen wir den mal eben zur Seite. Und gucken wir, dass wir weiterkommen. Und zwar mit dieser Platte, die eingebaut wird. Den Kram weg. So. Und da ist unser Bein, was wir haben. Beziehungsweise soll jetzt das Rad des linken Beines eingesetzt werden. Und zwar hier haben wir es ja schon. Ich zoome euch mal ein bisschen ran, beziehungsweise ich kippe euch mal ein bisschen nach vorne, damit ihr auch was sehen könnt. So, da haben wir es. Und wir holen nochmal unser Bein. Unser Rad. Daher dieses Stück. Und irgendwo war ja noch das Kugellager versteckt in meiner kleinen Kiste hier. Da haben wir es, das kleine Kugellager. Und jetzt haben wir noch das große bekommen.
Und das soll jetzt wie folgt zusammengesetzt werden. Erstmal kommt hier das kleine Kugellager hier unten rein. Da drauf. Ah ne, ein Teil fehlt noch, sehe ich gerade. Dieser Metallzapfen für das Rad. Jetzt muss ich nochmal eben gucken. Das kann ja nicht weit weg sein. Wo es dann hin ist, ich mal eben. Ich sehe jetzt gerade nichts. Sorry dafür, aber irgendwie. Kann auch nicht weg sein. Hatte ich ja gestern noch erst in der Hand gefühlt. Da. Ich werde das Rad mal eben kurz, das Teil einmal eben kurz suchen. Geht gleich sofort weiter. Okay, liebe Leute, das war der Joke des Tages. Ich habe es wirklich nicht begriffen bis gerade eben. Ich habe das Teil schon ins Rad gesetzt. Oh Mann. Ich habe das provisorisch schon mal reingesetzt, damit mir es nicht um die Ohren fliegt. Und jetzt genau suche ich es. Das ist es. Ich habe es ja schon reingesetzt. Oh Mann. Ja, das kommt jetzt mit diesem Zapfen, der hier jetzt nur unten dran ist, in das Kugellager rein. So. Dann dreht sich es praktisch schon mal. Und jetzt haben wir das große Kugellager, was hier oben drüber kommt. Beziehungsweise jetzt kommt noch die Metallplatte drauf, um das Ganze entsprechend so dann zu fixieren. Dazu brauchen wir wieder 4 Schrauben. Das müssten eigentlich dieselben kleinen Schrauben sein wie letztes Mal. Würde mich wundern, wenn es die nicht wären. Das müssten, wie war das hier, 2x4 mm Schrauben sein. Ich hole die mal eben raus. Eigentlich können das die Dinger nur sein hier. Wobei ich davon ehrlich gesagt nicht mehr so viele habe. Nicht, dass ich was Falsches erzähle. Ich messe nochmal eben kurz nach die Teile. Ja, das werden sie sein. Okay. 2x4 mm Schrauben, die werden hier einfach in die 4 Löcher eingeschraubt und damit wird die Platte dann entsprechend fixiert. Einmal. Zweimal. Dreimal. Und die 4. So, damit ist das Teil befestigt. Und wir können das Ergebnis uns auch schon mal angucken. Da sitzt es dran. Ich zoome euch mal wieder kurz raus. So, da ist es, das Ergebnis. Die Platte sitzt dran. Das Rad ist mit eingebaut bzw. sitzt jetzt fest in der Verankerung. Ja, ich kippe euch mal wieder kurz nach oben. Das sind tatsächlich alle Abschnitte gewesen, die es heute zu tun gilt. Wir haben das Rad eingebaut praktisch erstmal bzw. fixiert und wir haben unsere Kuppel mit 3 weiteren Platten abgedeckt, wenn auch nur, fühlt sich irgendwie noch nicht so ganz komplett an, aber zumindest sitzen die 3 Panels hier dran und das Ganze geht dann in den nächsten Ausgaben wahrscheinlich dann Stück für Stück weiter. Ja, das ist alles, was es in der Ausgabe 54 zu tun gilt. Und ich würde sagen, dann schauen wir mal eben rein, was in der nächsten Ausgabe dran ist. So, ja, die Bauteile der Ausgabe 54 sind soweit verbaut. Das Bein hat jetzt das Rad bekommen, zumindest ist es jetzt erstmal schon eingesetzt. Aber natürlich fehlt natürlich nochmal viel, viel Abdeckung da drumherum, bis es dann tatsächlich wirklich fertig ist. Und wir haben unsere Kuppel um 3 weitere Platten hier erweitert. Das war das Thema der heutigen Ausgabe. Und wie gewohnt, das Kabel abklemmen hier, wie gewohnt schauen wir natürlich nochmal eben rein, was in der nächsten Ausgabe dran ist. Und zwar in der nächsten Ausgabe 55 gibt es ja mal wieder ein schweres Teil. Und wenn ich mich recht entsinnen kann, genau diese Abschnitte waren ziemlich lang. Die haben ziemlich lang gedauert. Ich denke mal nicht, dass ich euch komplett nochmal zeigen werde, aber auf jeden Fall den ersten Teil davon. Und zwar geht es in der Ausgabe 55 um die Lieferung, aber auch um den wahrscheinlichen Einbau von dem Motor fürs linke Bein.
Und wir bekommen entsprechend 1, 2, 3, 4, 5 lange silberne Schrauben und einen ganzen Satz von langen schwarzen Schrauben. Da, wenn ich mich recht entsinne, ist es so, dass wir da die einzelnen Teile vom Bein zusammengefügt haben, auch die ganzen Plastikteile alle zusammengefügt haben. Das kommt dann in der nächsten Ausgabe. Bleibt also neugierig, wenn ihr wissen möchtet, wie es weitergeht. Wir nähern uns also der Vervollständigung des linken Beins und bin gespannt, wie es dann auch Stück für Stück sonst so weitergeht. Für heute soll es aber erstmal gewesen sein. Vielen Dank wieder mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, mein Video hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst dem Video doch gerne einen Daumen nach oben da. Oder wenn ihr es noch nicht getan habt, freue ich mich auch sehr über ein Abo für meinen Kanal. Dann werdet ihr auch direkt informiert, wenn die nächsten Videos für meine Projekte online gehen. Ich merke gerade, hier geht so ein klein wenig die Welt unter. Es stürmt, es schüttet aus Eimern. Deswegen, ist es schön gemütlich hier. Das ist, finde ich, gerade gar nicht schlecht. Und ich werde auf jeden Fall noch ein bisschen, noch ein bisschen Bastelzeit hier heute verbringen, zumindest bei dieser Aufzeichnung heute, auch wenn ich die Videos dann ja einzeln erst nach und nach veröffentliche. Ja, wie gesagt, vielen Dank wieder mal fürs Zuschauen und würde mich sehr freuen, wenn ihr in der nächsten Ausgabe vom R2D2 wieder mit dabei seid. Bis dann, noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.